again. Micha hier wieder. Pick of the Week Nummer 13 oder 14. Wir sind wieder im Gate 194 Store in Berlin-Kreuzberg. Heute seht ihr nichts neben mir. Wir stellen euch heute die Fred Perry Ref Series Collab vor. Wir haben schon wieder etwas Schönes uns überlegt. Mit Fred Perry zusammen haben wir wieder eine Marketingaktivierung ins Leben gerufen. Wie wir auch bei dem Projekt davor mit Polaroid mit vielen Leuten zusammengearbeitet haben, gehen wir das Gleiche wieder an. Es werden in ganz Europa Leute von uns Surprise Packages bekommen und damit Content erzeugen. Da habt ihr einen Mehrwert davon, wir einen Mehrwert davon, die Brand einen Mehrwert davon. Ihr könnt sehen, wie ganz verschiedene Type of Persons die Sachen selber stylen. Das ist, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, zu einer Zeit, wo wir nichts am Laden machen können, wo wir keine Events hosten können, dass wir euch wenigstens ein bisschen was zurückgeben. Aber erstmal zu den Brands. Fred Perry, legendärer Tennisspieler, dreimal Wimbledon gewonnen mit 26 oder 27 Jahre, wurde damals von einem österreichischen Fußballspieler Tibi Wegner angehauen, der damals ein Schweißband erfunden hatte, also der ist der ursprüngliche Erfinder vom Schweißband, ob sie nicht zusammen irgendwas machen wollen. Die haben sich dann zusammengetan und haben ein Jersey, das legendäre Fred Perry Polo Shirt, ins Leben gerufen. Das war dann erstmal als Tennishemd am Start, wurde mit der Brandname Fred Perry ins Leben gerufen. Dafür steht Fred Perry immer noch. Da ist auch die Anekdote von Raf Simmons, der jetzt mit dem Poloshirt was gemacht hat. Ein Poloshirt ist ein Poloshirt, ein Fred Perry Poloshirt hat immer noch einen Touch von Subculture irgendwie oder bringt es mit sich so. Das ist auch der Aufhänger der Collab. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Fortführung der Collab. Gehe ich gleich noch drauf ein. Wir machen Fred Perry erstmal fertig. Genau, Fred Perry dann in den 50er Jahren gegründet worden. Über die Jahrzehnte sich weiterentwickelt. Das Poloshirt wurde dann farbig. Dann gab es mal Weiterentwicklung. Dann gibt es jetzt die Heritage Bomber Jacket. Beziehungsweise die Classical Jacket, die ich euch hier einblende. Mit dem Muster sollte jeder von euch kennen. Genau. Subculture, Rock, Punk, Hooligan, Casual, wie auch immer. Ganz viel London-Szene war Fred Perry überall mit dabei. Hat sich dann über die Zeit auch irgendwie wieder ein bisschen davon distanzieren wollen, weil das in eine zu arge Schlagrichtung ging. Mittlerweile ist es fester Bestandteil der Modeindustrie, Sport als auch Lifestyle. Ja, ich könnte noch viel weiter und viel tiefer gehen. Ich glaube, jedem von euch ist Fred Perry ein Begriff. Das Logo ist weltbekannt. Das war, glaube ich, abgeleitet von dem Wimbledon-Logo damals. Da er Tennisspieler war, könnt ihr es euch ja selber einherleiten. Genau. Raf Simmons. Vielmehr in unserem Metier unterwegs. Raf Simmons, Legenden-Designer, kam aus dem Interior, hat Industrial Design studiert, war dann erstmal im Möbel-Design-Bereich aktiv, wurde dann dazu umgestimmt, in den Modebereich zu gehen, hat den Umbruch auch vollzogen, hat dann 5 Jahre auch irgendwann in Wien an der Universität aktiv gelehrt, war bei Modehäusern wie Dior, hat sein eigenes Label ausgebaut, war bei Prada zeitweise unterwegs. Also all das, was die jungen Designer jetzt gerade auch durchgehen, wie wir in den letzten Pick of the Weeks halt gesehen haben, hat Raf Simmons schon zur 2000er Wende irgendwie gemacht. Ne? Ist jetzt etabliert mit seinem eigenen Label. Ich blende hier noch Bilder von seinem damaligen Wesen ein und wie er jetzt aussieht. Genau. Hat immer schon irgendwie einen Bezug zu der Subculture gehabt, besteht auch daraus, dass Individualität bei ihm einen großen Mehrwert hat, hat auch sehr prägende Schritte für die Haute Couture, würde ich sagen, gemacht, indem er sehr exzentrische, ähnlich zu Margiela-haftige Steps gemacht hat, dass er halt outside of the box gedacht hat, was der Modewelt damals auf jeden Fall einen großen Mehrwert gebracht hat. Yes. Fred Perry und Raf Simmons, deren Wege haben sich dann gekreuzt, brandtechnisch.
Er hat immer wieder Leitkultur oder Londoner Leitkultur aufgegriffen. Er hat letztes Mal einen Fotograf aufgegriffen, der in den 80ern unterwegs war. Diesmal ist es Brian Lynn, der war in London unterwegs, The Club 100. Damals ein legendärer Club, der hat seine Kamera mitgenommen, hat dort auf dem Weg dorthin in der Clubzeit und danach Bilder gemacht. Diese Bilder hat Rev diesmal aufgegriffen. Diese Bilder sind jetzt auf den Pieces gelandet, einmal auf dem Classic Polo Shirt, zeige ich euch hier. Dann gibt es auf dem Hoodie wieder ein Motiv, seht ihr auch hier eingeblendet. Es gibt wieder ein Parker, die Kollektion läuft hier jetzt mal durch. Es gibt verschiedene Pieces, es gibt Two-Tone-Versions von dem Shirt, weiß und schwarz. Es gibt den Hoodie mit Raw Edges und den Bildern von Brian Lynn eingearbeitet. Also es wird wieder sehr viel Subculture aufgegriffen. Diesmal, wie gesagt, London-Club-Szene, The Club 100. Und wir freuen uns sehr, dass wir da Teil davon sein können. Wir haben, glaube ich, auch hier Exklusivität in Deutschland. Wir haben eine relativ umfangreiche Palette an den Produkten gewählt, die wir ab dem 13. launchen können. Deswegen auch jetzt noch das Video im Nachgang, weil wir eben davon ausgehen, dass es eine sehr beständige Collab ist und es einen Mehrwert gibt für euch, der halt weitergeht als nur mal so eine Collab, wie man sie gewohnt ist. Die Collabs heutzutage, ihr wisst es, zum Release-Tag ist der Hype ganz groß, dann flacht es ab, weil so viel nachgeschoben wird. Wir denken, bei dem Fred Perry, Rev Simmons Thema ist es eben ein wenig anders. Und auf der Basis wollten wir euch das näher bringen. Im Verlauf der Zeit findet ihr auch auf unseren Socials eben den Content von den Leuten, die mitgemacht haben. Darunter sind auch wieder meine Wiener Jungs Brandon und die ganze Bande. Shoutout an Brandon Josh, der auch erfolgreich mittlerweile auf YouTube vertreten ist. Und lasst euch überraschen, wer da noch mit dabei ist. Genau. Ich habe jetzt wieder genug gequatscht. Ich werde im Verlauf jetzt noch auf mein Outfit eingehen. Ich trage einen Double Taps Hemd. Gut, was trage ich denn für eine Hose? Ah, eine Feng Cheng Wang Pant, die doppelten Lauf hier hat, die 032C Adidas GSG Boots, die ich im vorletzten Video vorgestellt habe. Genau, Mütze ist Neighborhood. Das ist zu meinem Outfit soweit alles gewesen. Ihr wisst ja, liken, abonnieren, teilen, kommentieren, Freunden mitteilen, wie auch immer. Ihr kennt das ganze Gedöns. Ich bin raus. Vielen Dank, euer Micha. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.